In der US-Großstadt New York sind ForscherInnen auf eine unbekannte Virusmutation im Abwasser gestoßen. Wie die Tagesschau berichtet, unterscheidet sich die Virusstruktur deutlich von den bisher bekannten Mutationen. Mikrobiologin Monica Trujillo erklärt zum Virusfund: Wir haben Mutationen entdeckt, die Resistenzen gegen Antikörper oder bestimmte Impfstoffe entwickelt haben. Da die Mutante bisher an keinem getesteten Menschen nachgewiesen werden konnte, vermuten die ForscherInnen, dass die Spuren von infizierten Tieren stammen könnten. Eindeutig konnte bisher jedoch keine Quelle gefunden werden. Ob und wie weit die neue Struktur resistent gegen vorhandene Impfstoffe ist, konnte das Forscherteam bisher nicht bestätigen. Auch die Möglichkeit, sich über das Abwasser zu infizieren, schließt die Wissenschaftlerin Monica Trujillo aus. Es gibt überhaupt keinen Beweis dafür, dass die Viruspartikel, die wir aus dem Wasser isoliert haben, in irgendeiner Form infektiös sind.